Einfach ein bisschen zeigen, wie man die in drei große Teile untergliedern kann. Nämlich, wenn wir uns Entscheidungskompetenzen strukturiert anschauen, dann werden die häufig erstmal in die emotionale Kompetenz unterschieden. Was gehört da dazu? Das sind einige Dinge, die ihr jetzt auch eben schon genannt habt, nämlich Selbsterkenntnis. Gut kenne ich mich selber? Selbstwahrnehmung, die hilft natürlich, wenn ich mich selber besser wahrnehmen kann. Kann ich Erkenntnisse über mich sammeln? Dann Selbstreflexion. Ja, wenn ich reflektiere über mich, dann komme ich tiefer in die Analyse. Was bin ich für ein Typ? Worauf sollte ich achten? Was sind so meine Vorlieben? Und dann das nächste ist dann, was mache ich damit? Die Selbstregulation. Also wie reguliere ich mich selber, dass ich nicht überschieße mit zu viel Euphorik, dass ich nicht zu viel Risiko eingehe, dass ich aber auch vielleicht nicht zu sehr auf die Sicherheit achte. Und dann natürlich auch, was ihr eben genannt hattet, Empathie. Klar, das ist das Emotionale, das EQ, was häufig genannt wird, im Gegensatz zu dem IQ, also nicht Intelligenzquotient, sondern emotionaler Quotient. Das heißt, wie empathisch bin ich, wie sehr kann ich mich auch in andere einfühlen, wie sehr kann ich auf das Zwischenmenschliche achten, was ja in allen Entscheidungen irgendwo eine Rolle spielt. Sei es allein nur das empathische mir gegenüber, was die Entscheidung für mich betrifft. Der zweite große Block ist dann Wissen und Erfahrungen. Da hattet ihr auch schon viele von genannt gerade, nämlich ist mir etwas bewusst, ist mir etwas unbewusst, hatte ich eben schon genauer jetzt ausgeführt. Dann, welches Fachwissen habe ich? Habe ich überhaupt Fachwissen? Und dann ganz wichtig, habe ich auch Nichtwissen? Habe ich Lücken? Habe ich Dinge, die ich nicht weiß, die die Entscheidung betreffen? Und das ist gar nicht schlimm. Das kann manchmal auch sehr, sehr gut sein. Weil wenn man zu viel von einem Thema bereits schon weiß, dann kann es einen noch einschränken, weil man gar nicht mehr frisch denken kann. Dieses Out-of-the-Box-Denken fällt einem sehr, sehr schwer. Man hat schon so gewisse Scheuklappen auf. Manchmal ist das so, wenn jemand ein extremer Experte ist in einem Fachgebiet, dann ist das gar nicht gut in bestimmten Entscheidungen, wenn es nämlich darum geht, neue Wege zu finden, Innovationen zu finden. Dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, Nicht-Experten mit dazu zu holen, die einfach völlig frisch denken und die mit Experten eben zu mischen und dann Brainstorming zu machen. Und der dritte Aspekt sind dann die Methoden als Kompetenzen. Da gibt es dann Analysen oder Heuristiken oder eben auch Kreativität.